So, ahoi, es geht weiter. Es geht weiter, Freunde. Wir haben jetzt den Kristall, den Generator, das Ding, die Silikonspritze. Jetzt bräuchte man noch irgendwas, was wie ein Griff aussieht. Wir gehen einfach mal zurück und gucken mal, was wir alles zusammenbauen können. Der Generator. Ja, warte mal. Habe ich ja gar nicht zurückgegeben, mache ich nur die Zeichnung. Kleine süße Kristalle als Kolumbien für die Nase. Was? Der Lasergenerator sollte noch funktionieren. Das habe ich beim Lasergenerator gefunden. Eine Skizze oder Anleitung, wie man mit zusätzlichen Gegenständen aus dem Generator einen Laserschneider bauen kann. Naja, guck mal. Das Ding ist der Generator. Das ist das Gehäuse, sag ich mal. Den Kristall schlunzen wir hier unten rein. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was wie ein Griff aussieht. Schraubenschlüssel? Nee. Oder Schwiegermutters, ich will jetzt baden gehen. Na, das ist doch schön. Nein, so erfüllen diese Objekte auf jeden Fall nicht den Zweck in der Anleitung. Dann gehst du jetzt mal schön baden. Ich war heute schon in der Sauna. Gehäuse. Im Fitnessstudio. Ist auch schön. Nein, so erfüllen diese Objekte auf jeden Fall nicht den Zweck. Schwiegermutters, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du zugeguckt hast. Und ja, bis zum nächsten Mal, schlicht und ergreifend. So, und ich muss jetzt hier noch einen Griff finden. Da braucht man einen Schlüssel. Flaschen haben wir schon untersucht. Jede Menge Flaschen mit chemischen Bezeichnungen. Können wir denn noch irgendwas erscannen? Das ist eine seltsame Zusammenstellung. Also, dieser Raum besteht aus Teilen eines Biologielabors Version 1.29 und 1.40 sowie eines Metallversuchsraums Version 4.01. Er wurde als Reinraum konzipiert, aber offenbar hat man es damit nicht so genau genommen. Die Pflanzen in diesen Inkubatoren sind seltsam. Beide Geräte sind ausgeschalten, die Pflanzen in ihnen haben aber überlebt. Hier vorn sind die Scheiben zerbrochen, als hätte sie jemand eingeschlagen. Das hintere Gerät ist noch geschlossen und intakt. Gut, das war jetzt nicht unbedingt etwas bahnbrechend Neues. Das haben wir alles untersucht. Zerbrochenes Display, Display. Mit dem Display dieser Konsole kann der Inkubator... Okay, wir brauchen Strom. Irgendwas, was wir noch für den Griff verwenden könnten. Ach komm, wir spicken einfach nochmal. Spicken macht Spaß. Komm los. Dann haben wir alles. Zange mit Kabelschacht benutzen. Das habe ich doch versucht. Provisorien. Ach, der Kabelschacht Metallzylinder, das wäre das. Okay, die Silikonpistole ist der Griff und der Metallzylinder ist das Gehäuse. Aha. Wir sollen die Zange mit dem Metallzylinder benutzen. Ach nee, ich habe die Zange mit den Kabeln benutzt. Okay, da war ich zu dumm. Da
Alles klar. Kann ich ihn bestimmt lösen. Tatsächlich. Dann steckt sie sich alles in ihre unsichtbare Hosentasche. Das habe ich beim Laser. Also, das ist das Gehäuse. Das ist der Griff. So rum läuft das Ganze. Das ist der Generator und hier haben wir den Kristall. Und zusammenbauen. Ja, so kann es zusammenpassen. Etwas hier, mehr so. Das ist schon richtig MacGyver-mäßig, aber volles Boot. Dafür gibt es eine Redewendung, Tessa. Den Umständen entsprechend. Ein reparierter Laserschneider. Mit dem werden wir jetzt mal gucken, ob wir die Schaufel da, die Mülltransportschaufel, irgendwie auseinanderbrezeln können. Also, da kommst du her. Benutze reparierten Laserschneider mit Kran. Sei vorsichtig mit dieser Konstruktion. Physik lügt nicht, habe ich gesagt. Genau. Ein 5-Tonnen-Gewicht auf deinem Kopf zerquetscht dich. Funktioniert besser als erwartet. Das Zeug löst sich gut von der Schaufel. Oh oh, er vibriert stark. Halt durch. Geschafft. Was zum? Geh aus! Hier. Oh Mist! Halleluja! Kein funktionierender Ausschalter. Puh, das war knapp. Mark würde mir einen Vortrag halten, wenn er das gesehen hätte. Hat er aber nicht. Ich kann gern in den Vortragsmodus schalten. Ja, ja, es hat funktioniert. Wer trifft, hat recht. Jetzt sollte ich ihn mit der Konsole bewegen können. Wer trifft, hat recht. Physik lügt nicht. Du das hast recht. Das ist wieder so ein Humor. Jetzt müssen wir aber irgendwie nach hier was tun, oder? Wie war denn das? Die Schienen sind total verrostet und verdreckt. Haben wir denn da noch irgendwas zum Nachhelfen? Glaskolben. Nein, darauf herumzukratzen wird wohl kaum helfen. Wo? Damit schlägst du nur noch größere Furchen ins Metall. Die Lore muss sich leichter bewegen können. Ah. Öl. Wir bräuchten eigentlich ein bisschen Öl. Mit so einer Frucht einreiben. Ja, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass Klopfzeichen hier sinnvoll sind, Tessa. Es geht nicht ums Klopfen. Ich wollte Saft rausholen. Aber die Schale ist zu hart. Ach komm, Leute, jetzt werde aber albern. Jetzt ist die Schale wieder zu hart. Das Eis hart. Da muss ich eben die Schale mit der Kettensägenkette zersägen. Nein, muss ich nicht. Oh, ich habe ein Loch eingestochen. Und jetzt fließt da ein öliger Saft heraus. Also ich hätte jetzt... Mit dem Humor, den die Entwickler entwickeln, hätte ich gesagt, mit der Kettensägenkette das Ding zersägt. Was tust du da? Ich öle die Schienen, damit die Lore sich leichter bewegen lässt. Hoffe ich zumindest. Der Schmierstoff legt sich zwischen die Bauteile, verringert so den Reibungskoeffizienten und der benötigte Kraftaufwand wird geringer. Ich bin beeindruckt. Wenn dich die Physik aus der 8. Klasse beeindruckt, hab ich's leicht. Fehlt nur noch die Lore selbst. Okay, dann probieren wir's nochmal. Lore bewegen. Das klingt überhaupt nicht gut. Da scheint irgendwas die... Okay, nee, dann müssen wir hier noch was tun. Und zwar... Immer noch... Muss man die auch ölen, die Lore, ne? Wahrscheinlich schon. Macht ja irgendwo auch Sinn. Damit komme ich nicht an die ganzen beweglichen Teile heran. Das Öl müsste feiner aufgetragen werden.
Ah, kommt, Leute. Das ist doch jetzt wieder der Klassiker. Ich einfach macht's komplizierter. Das funktioniert vielleicht in einem Cartoon. Ich muss das Öl aber erst irgendwo hineinfüllen. Das wird nichts bringen, solange kein Schlauch an der Düse ist. Okay. Schlauch haben wir ja einen rumliegen lassen hier. Da liegt ein Schlauch. Jetzt probieren wir mal. Hast du gedacht? Ein Gasbrenner mit zwei Schläuchen. Ich will die Schläuche. Die kann ich doch sicher damit abzwicken, oder? Den kürzeren der Schläuche nehme ich mit. Immer schön den kürzeren ziehen. So, und nun das mit dem, das mit dem. Und schon haben wir hier eine Sprühflasche mit Öl. Wobei das natürlich mit einem Glaskolben normalerweise nicht funktioniert. Das sollte eigentlich was... ein Material sein, was sich knietschen lässt. Aber gut. Da haben sie es mit der Physik jetzt nicht genau genommen. Aber solche Zusammenbaugeschichten riechen schon ein bisschen sehr nach Zeitstreckung. Aber mal sehen. Ja, damit reiche ich heran. Ohne Luftdruck würde das im echten Leben nicht funktionieren. Wartung abgeschlossen, oder? Korrekt. Benutze Steuerkonsole. So, jetzt aber. Lore bewegen. Dadak, 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 was ein bisschen Öl aus einer Frucht doch ausmacht. Kran steuern. Ah, oh, schau mal einer an. Das wieder los. Das ist mit Sicherheit nicht so gedacht. Aha. Wenn das mal nicht ein Bug ist. Ein Bug. Raus mit dem Mist. Sehr gut. Aber ein paar Mal werden wir noch fahren müssen. Oh, ist nicht wahr, ist echt. Achso, ja, sehr gut, Freunde. Das habt ihr gut gemacht. Auch einfach gestrickte Automaten können ganz hilfreich sein. Wie verständnisvoll von dir. Das sollte genügen. Du brauchst sie nur noch anzuschalten. Oh, wie lange streame ich denn schon? 2 Stunden. Müllverbrennung starten. Alle Vorkehrungen getroffen. Dann alle festhalten. Du machst dich über mich lustig, oder? Ist nur ein Spruch. Verbrennt den Müll. Ja, ist das eine Müllanlage, ja, so vibrieren muss? Das hört sich doch gut an. Startsequenz eingeleitet. Leistung bei 1%. 1%? Es dauert ein wenig, bis die Anlage angelaufen ist. Sie hat längere Zeit stillgestanden. Hm, oh, mal gucken. Verstehe. Damit müssen wir leben. Adventure Games sind nicht ganz so deins. Ja, mein lieber Ichti, da kommt wahrscheinlich deine mangelnde Geduld ins Spiel, oder? Das ändert zwar nichts, aber offenbar ist das ein übliches Ritual. Das ist nichts für Ungeduldige, das gebe ich mal offen und ehrlich zu. War ein langer Tag. Ich sollte mich schlafen legen. Wo geht das am besten in der Station? Hier. Hier? Wo es laut ist und der Müll vermutlich bald stinkt? Ich verstehe, dass eine biologische Lebensform, wie du damit anfängst. Mir macht das schon Spaß. Dann empfehle ich den Gerade wenn so ein bisschen Science Fiction dabei ist, dann kannst du eigentlich bei mir nicht mehr viel falsch machen. In Ordnung. Dann lass uns dorthin gehen. Aber klar, ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Guck mal, es gibt so ein bisschen hier Zwischensequenz. Gut. Dann können wir morgen ein Notsignal einrichten, das alle umliegenden Flugrouten erreicht.
Dann muss nur noch ein Schiff tatsächlich dort entlang fliegen und es bemerken. Nur noch. Korrekt. Die Nahrungs- und Wasserversorgung ist gesichert? Die Inkubatoren sind intakt. Viele der Pflanzen sind unversehrt und sie haben mehrere Menschen über Jahre hinweg versorgt. Es sieht also sehr vielversprechend aus. Von den Ungereimtheiten dieses Ortes und unserer Reise hierher einmal abgesehen. Es ergibt keinen Sinn, dass wir ein Signal empfangen haben. Wir könnten in den Protokollen verifizieren, dass etwas von hier ausgestrahlt wurde. Ich habe es innerhalb der Anlage registriert. Das heißt aber nicht, dass es die Kommunikationsanlage der Station war. Und dann ist da noch der Schatten, den ich gesehen habe. Vermutlich eine Täuschung. Meine Sensoren sind permanent auf die Erkennung von Lebenszeichen eingestellt. Es gab keine. Was, wenn es Mark war? Wenn ihm doch etwas passiert ist? Er kann es nicht gewesen sein. Von den Sensoren abgesehen, er hätte uns auf dem Weg durch den Sumpf überholen müssen oder wäre ohne Funkgerät zufällig hier gelandet. Vielleicht ist die Erklärung dafür komplizierter. Ich erforsche schon seit Jahren fremde Planeten. Aber noch nie war ich dabei allein. Auf mich gestellt. Ohne Team. Höchstens mal eine kurze Tour in einem Rover. Und da hatte ich Funkkontakt. Ich habe mir öfter vorgestellt, wie das wäre. So ganz frei auf Entdeckungstour ins Unbekannte. Fehler machen, Probleme finden, Probleme überwinden. Nur mehr selbst beweisen, was ich kann. So wie jetzt. So wie jetzt. Ja, hat schon was, ja. Kann ich verstehen, die Frau. Ehrlich gesagt, trotz der Gefahr genieße ich die Herausforderung. Wir haben eine verlassene Station wieder zum Leben erweckt. Das ist doch unglaublich. Vielleicht ist es meine Angst, die mir Streiche spielt. Mein schlechtes Gewissen, nicht konsequenter nach Mark gesucht zu haben. Wegen meines Entdeckerdrangs. Hätte ich mehr tun können? Es würde Sinn ergeben, dass alles nur meine Einbildung ist. Wenn es nicht Fakten gäbe, die dagegen sprechen. Wir haben beide das Licht gesehen. Zweimal. Und ein Signal empfangen, das mich hierher gelotst hat. An einen Ort, der jetzt mein Leben retten wird. Wie wahrscheinlich ist überhaupt, dass wir sowas finden? Bitte Frage konkretisieren. Naja, Marks Protokoll spricht nicht davon, was wir für eine Mission hatten. Nur, dass wir von einem anderen Mond später als geplant aufgebrochen sind und beide Erinnerungslücken hatten. Dann sind wir auf einem Planeten abgestürzt, den die Firma irgendwann aufgegeben hat. Was war unser Ziel? Vielleicht gerade dieser Ort. Nicht auszuschließen. Es könnte durchaus sein, dass wir diesmal keinen unerforschten Planeten erkunden sollten, sondern dass wir auf unserer Mission hier etwas herausfinden sollten. Irgendein Geheimnis. Wir müssen herausfinden, was an diesem Ort passiert ist, Cor. Warum er aufgegeben wurde. Während das Signal gesendet wird, werden wir vermutlich viel Zeit dafür haben. Richtig. Dann halt wieder Wache. Ich ruhe mich aus. Wird gemacht. Selbstschussanlage aktiviert. Wie bitte? Nur ein Spaß. Wenn hier etwas herumschleicht, kann ich dich nur mit lauten Piepen aus dem Schlaf reißen. Ich habe ausgefeilte Weckroutinen und 12 verschiedene Klingeltöne. Du bist ein Wunderwerk der Technik, Cor. Gute Nacht. Na, ich bin mal gespannt, wann es wirklich solche Dinger gibt. Fliegende Roboter, mit denen man sich unterhalten kann. Aber dann bitte ohne Selbstschussanlage. Oh, Zwischensequenz. Du zögerst, trotz des Aufstiegs? Du machst dir Sorgen, dass du im neuen Job keinen Nervenkitzel mehr hast, oder? Ja, irgendwie schon. Ich bin mir sicher, dass ich gut genug bin, auf mich gestellt. Aber der neue Posten, der bedeutet mehr Geld, mehr Sicherheit. Weißt du, wie das Spiel ausgeht? Nein, ich weiß es nicht. Check rein. Mehr Zeit soll wohl noch eine Wendung geben, habe ich mir sagen lassen. Also es gibt schon noch ein Geheimnis, Sicherheit. Was das sind eigentlich nicht die Dinge, eine Wendung mitbringt. Zumindest waren sie es bisher nicht. Aber ich weiß echt nicht, wie es aussieht. Ich habe nicht gegoogelt, nicht nachgelesen. Tu nie etwas nur wegen des Geldes. Wir schaffen das schon, egal wie. Wir beide. Was meinen Sie? Sie waren in einer aussichtslosen Situation. Ohne Hilfe. Ohne eine direkte Hoffnung auf Rettung.
aber sie haben nie ihren Optimismus verloren. Sie haben sogar lockere Sprüche gebracht. So bin ich eben. Vielleicht auch Ihre Art, das Geschehene zu verarbeiten? Vielleicht. Und es war ein wenig, als wäre ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Der Wunsch, fremde Welten zu erforschen. Genau das tue ich oft. Aber nicht unter solchen Extrembedingungen. Stimmt. Manche Expeditionen waren so langweilig, dass ich. Es gibt da manchmal richtig schöne Wendungen, ne? Zum Beispiel im Daedalic Adventure. Schreibtischarbeit mögen Sie nicht? Doch schon. Mit dem Sedgwick. Ich schreibe gern meine Berichte. Wie hieß es denn? Aber es muss auch was passiert sein. Wo der zum Schluss aufwacht und das ganze Adventure sich in seinem Kopf abgespielt hat. Verstehe. Was ist am nächsten Tag geschehen? Nun, da kam es zu einer seltsamen Begegnung. Naja, Tag 3. Wieder ein Kapitel geschafft. Hoffnung. Guten Morgen, Tessa. Meine Sensoren haben gleichmäßigen REM-Schlaf registriert. Wie fühlst du dich? Apropos REM-Schlaf, mir geht's bald genauso. Das hat gut getan. Auch wenn ich immer noch. Ich glaube, nach der halben Stunde mache ich erstmal eine Pause. Also eine Spielpause. Der Strom für das Licht fließt trotzdem. Die Müllverbrennung ist also angelaufen. Korrekt. Wir befinden uns bei 94% Leistung. Das genügt, um alle Bereiche zu versorgen. Sehr gut. Dann auf zum Kontrollraum, um das Notsignal abzusetzen, bevor wir uns weiter umschauen. Okay, Freunde. Na, wir haben noch ein paar Minuten. 8 Minuten haben wir noch bis zur vollen halben Stunde. Dann würde ich mal sagen, auf zum Kontrollraum. Notsignale. Oh, oh. Die Kommunikationskonsole. Ja. Jemand ist hier. Deine Sensoren spinnen wohl. Die Stange ist wohl kaum zufällig von der Decke runtergekracht. Ein Zufall kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings registriere ich keine Materialermüdung und meine Sensoren erkennen physische Beeinflussung. Da hat wieder einer sabotiert. Das gibt's doch nicht. Keine anderen Lebenszeichen. Das war unsere letzte Hoffnung auf Rettung. Du solltest Hoffnung haben, solange deine grundlegenden biologischen Funktionen noch aktiv sind. Blutkreislauf, Atmung, Stoffwechsel. Die untersten Ebenen deiner Bedürfnispyramide sind hier erfüllt. Irgendwo in der Mitte meiner Bedürfnispyramide ist aber auch die Ebene, ich möchte kein Messer in den Rücken bekommen. Na los, zeig dich! Was war das? Da, schnell, da ist einer langgerannt. Wir müssen ihn schnappen! Warte. Ja, der Hammer. Was geht denn hier jetzt ab? Hui! Tessa! Noch eine Frau. Ja. Mass Effect wirst du durchspielen auf der PS5? Oh ja. Da ist da aber auch noch was vor. Aber das war jetzt aber eine schöne Geschichte. Verdammt. Wo bin ich? Cor? Was ist eine Krankenstation? Oh je. Beweis. Auch wenn ich Kopfschmerzen habe, ich kann es immer noch vor mir sehen. Das Namensschild am Anzug des Angreifers. M. Luna. Der gleiche Name wie auf der Karte. Hat die Gestalt mich deswegen. Irgendwo mittig im zweiten Teil bin ich schon. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe Mass Effect noch nie gespielt. Ich habe sie noch. Was hat das alles zu bedeuten? Ich würde es so gern verstehen. Oh ja, das würde ich auch gern verstehen.
Die Tür ist wahrscheinlich zu. Alarmzustand. Tür kann nicht geöffnet werden. Mist. Ich muss hier raus, damit dieser Angreifer nicht noch mehr zerstört. Wenn die Pflanzen vernichtet werden, muss ich verhungern. Immerhin hat die Station wieder Energie. Und wo steckt eigentlich diese Blechbüchse? Die liegt doch da unten. Da, Chor. Okay. Luna. Dann würde ich mal sagen, für heute ist mal gut. Wir haben hier einiges zu tun, aber wir machen jetzt mal einen kurzen Break. Medipack, Fach, Druckluft, Spind, wunderbar, Kontrollraum, Konsole, da haben wir einiges zu erledigen, Computer. Die Geschichte wird ein andermal erzählt werden. Ich, die mein Freund, ich muss mich für heute verabschieden. Ja. Nächste Woche geht es sicher weiter, nächsten Freitag. Vielleicht schaffe ich es unter der Woche mal, aber es ist eher unwahrscheinlich. Okay, dann werde ich jetzt mal noch die ganzen Sachen schön hochladen in Ruhe und wünsche dir ein schönes Wochenende und viel Erfolg, du weißt schon mit was. Und man hört sich wieder. Gell? Alles denn, tschüss und liebe YouTube-Zuschauer, wer auch immer das jetzt gerade geguckt hat, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.